Letzte Nacht war es nicht ganz so bewölkt und ich habe noch mal so eine Zeitrafferaufnahme mit Langzeitbelichtung gemacht. Dieses Mal habe ich auch die Kamera etwas näher ans Haus gestellt, damit ich die Batterie tauschen konnte. Ich wollte da nicht ganz bis hinten ins Feld laufen müssen. Und so haben wir hoffentlich mehr aufgenommen, länger aufgenommen, eventuell von Sonnenuntergang bis zum nächsten Sonnenaufgang. Und das Ganze in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember, also eine der fast längsten Nächte des Jahres. Den Batteriepack habe ich in Luftpolsterfolie eingewickelt, in der Hoffnung, dass er nicht so stark auskühlt und dann etwas länger hält. Am Ende vom Tag bzw. am Ende der Nacht war der Batteriepark leer, die Kamera aber immerhin noch voll, sodass wir insgesamt etwa 1700 Bilder gemacht haben. Per USB werden die Bilder von der Kamera in den Computer übertragen, importiert und dann in der Videobearbeitungssoftware, in meinem Fall ist das von Apple Final Cut Pro 10, weiterbearbeitet. Also erst die Bilder auswählen, dann in das Final Cut Pro Programm importieren und dann die kompletten Bilder, alle 1674, auf die sogenannte Timeline ziehen und zu guter Letzt alle Bilder auswählen und die Duration, also die Wiedergabezeit, auf genau ein Frame ändern. Das heißt, jedes Bild wird eine 30. Sekunde lang angezeigt und insgesamt kommt so ein ganz normaler Film bei raus. Und der sieht dann so aus. Auch wenn es nicht super Spannendes zu sehen gibt, ist eigentlich es schon spannend genug zu sehen, wie die Sterne so über einen rüberwandern oder wie unter den Sternen herwandern. Wenn man allerdings genau hinschaut, eine interessante Sache gibt es doch zu sehen. Ich zoome mal hier ein bisschen rein. Und was ist denn das? Es ist eben Weihnachten. Frohe Weihnachten allerseits!